Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Frühling ist da. Die Hochsaison für meine Lieblingskräuter ist eröffnet, nämlich Bärlauch. Oh, ich liebe Bärlauch. Heute machen wir vegetarische Teigtasche mit Bärlauch. Na, dann los! Mehl mit wenig Salz vermengen. Kochendes Wasser langsam hineingeben. Ein Esslöffel Öl auch dazu. Die Masse gut durchkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig mit Frischhaltefolie umwickeln, mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. Glasnudeln mit kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. Gut abtropfen und grob hacken. Bärlauch mehrmals gründlich waschen. Dann fein schneiden. Drei Eier aufschlagen und gut verquälen. Wir machen das Rührei für die Füllung fertig. Das abgekühlte Rührei in die Füllung geben. Halber Teelöffel 5 Gewürzepulver, 3 Esslöffel Öl, ein Teelöffel Salz, gut rühren. Wir bearbeiten den Teig. In 9 Teigstücke portionieren. Das Teigblatt zu Halbmonden zusammenklappen. Und die Ränder übereinander falten. Wenig Öl in die Pfanne spritzen. Die Teigtasche bei mittlerer Hitze von aller Seiten gut braun braten.
duftet intensiv nach Knoblauch. Geschmacklich ist er mild und herrlich frisch. Er ist auch reich an Mineralstoffe und Vitamine. Beim Sammeln von Bärlauch sollte man sicher sein, nicht mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen zu verwechseln. Die beiden sind giftig. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis bald!